ist Wilfried Schmickler. Sind Sie denn verrückt? Sind wohl wahnsinnig geworden. Mein Gott, Mann Gottes. Sind Sie denn von allem? Gott. Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Bitte keine Namen. Damit das klar ist, ich kenne Sie nicht, Sie kennen mich nicht und wir haben nie miteinander gesprochen. Ich verrate Ihnen nämlich jetzt mal ein Geheimnis. Oder wie unsere amerikanischen Freunde sagen würden, ich blow Ihnen jetzt ein Whistle. Es geht um unser Trinkwasser. Ich weiß zwar nicht, wer dahinter steckt und ich weiß auch nicht genau, wie Sie es machen, aber unser Trinkwasser ist verseucht, flächendeckend, mit Beruhigungsmitteln. Anders kann ich sie mir einfach nicht erklären, diese unglaubliche Lethargie und abgrundtiefe Gleichgültigkeit, mit der die Menschen hierzulande gerade völlig apathisch in den Seilen hängen. Beispiel Wahlkampf. Da maulen und murren alle über die gähnende Langeweile, die diesen Wahlkampf angeblich bestimmt, beklagen das Fehlen von klaren Standpunkten in den Programmen der Parteien und ihrer Kandidaten und gleichzeitig wollen über 60%, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt. Angela Merkel, die Schönwetterfee mit der Schlafpillenrhetorik einer ausgeleierten Gebetsmühle, die hohe Priesterin der Alternativlosigkeit, die ihre Standpunkte schneller wechselt als die Farbe ihrer Spendierhosenanzüge. Ausgerechnet diese politische Heißluftpumpe, die verantwortlich ist für das ganze Gemurkse der schwarz-gelben Koalition, wird zur Hoffnungsträgerin der Verdrossenen und Frustrierten. Hören Sie mal, da müssen noch Drogen im Spiel sein. Also irgendwann. Ist ja irgendwann. Irgend so ein Teufelszeug, das die Menschen willenlos versinken lässt im Lululal, das ihnen die Gehirne so lange weichspült, bis ihnen wirklich alles egal ist. Hunderte von Millionen Euro verbrannt für einen nutzlosen Haufen Drohnenschrott. Och, was soll's. Jahrzehntelange Ermittlungsstrampereien und himmelschreiende Versäumnisse beim Kampf gegen den Rechtsterrorismus. Ja, was soll ich dazu sagen? Gezielte Falschinformationen und unterschlagene Zahlen über die Zukunft der Euro-Rettungspakete? Kann ich nicht mehr hören. Niedriglöhne, Pflegenotstand, Altersarmut? Mensch, ist mir langweilig. Wie gesagt, ich glaube, das läuft alles übers Trinkwasser. Und über irgendwelche geheimen Dienste. Wissen Sie, da werden die Menschen systematisch überwacht. Und wenn irgendein negativer Stimmungsumschwung registriert wird, zack, wird die Dosis erhöht. Deshalb regt sich auch keiner auf über die täglichen Horrormeldungen über den Abhörskandal. Sagt der Arzt zum Patienten, ich muss Sie abhören. Sagt der Patient, brauchen Sie mein Passwort oder reicht die E-Mail-Adresse? Und hätten Sie vielleicht... Und hätten Sie vielleicht mal ein Glas Trinkwasser? Es ist doch so, wer nichts zu verbergen hat, der braucht auch keinen Datenschutz. Außerdem hört heutzutage doch ohnehin jeder jeden ab. Die Amerikaner hören die Deutschen ab, die Briten hören die Amerikaner ab, wie sie die Deutschen abhören. Und die Russen hören die Briten ab, wie sie die Amerikaner abhören, während die Deutschen abhören. Und dann sind da noch die Chinesen, die hören sowieso alles. Deshalb gibt es doch auch keinen Grund zur Panik. Wenn alle abhören, dann gibt es auch keine Geheimnisse mehr. Mensch, Leute, das kann euch doch nicht einfach so am gläsernen Hintern vorbeigehen, dass inzwischen nichts mehr von dem, was ihr sagt oder tut, geheim bleibt, dass euer ganzes Leben kontrolliert wird von zahllosen Apparaten, die am Ende des Tages mehr über euch wissen als ihr selbst. Das Telefon, der Computer, der Geldautomat, die Supermarktkasse, das Navigationsgerät. Jede Handlung wird registriert, jeder Schritt verfolgt, jedes Wort aufgezeichnet. Und all diese Informationen werden gesammelt, um sie anschließend meistbietend zu verhökern. Und Sie, ihr kriegt noch nicht mal Prozente. Ganz im Gegenteil, was ihr kriegt, sind Prospekte, Werbespots und auf eure Bedürfnisse zugeschneiderte Kaufempfehlungen, die alle nur ein Ziel haben, nämlich euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und deshalb kommt hier für alle, die gerade ab, mit oder zuhören, ein Text, den Sie sich gefälligst hinter die neugierigen Ohren schreiben können. Also, wer wann, warum, mit wem verkehrt, von wo nach wo, wer wie oft fährt, wovon, wer was und wie viel weiß, wer was wo kauft, zu welchem Preis, wohin, wer wann und wie verreist und wie genau sein Passwort heißt, was und wie viel, wer wo bestellt, wer was bezahlt, mit welchem Geld, warum, wer wo auf welcher Liste steht, zu wem, wer wie oft in den Beichtstuhl geht, an wen, wer welche Mails verschickt, wie oft sich wer auf welche Seite klickt, woran, wer wann, wie oft erkrankt, wer was und wo und wie viel tankt, wie hoch, wer wo verschuldet ist, bis wann, wo, wer geduldet ist, seit wann, warum und was, wer wählt, zu welcher Käuferschicht erzählt, wie lange, wer und was, wer guckt, wie viel, wer wo, wovon, wie schockt, kurzum, wer wo, mit wem, warum und wann, das geht euch einen Scheißdreck an. So, das wollen wir das Wasser.
Wilfried Schmickler. Sind Sie denn verrückt? Sind wohl wahnsinnig geworden. Wenn Gott Mann Gottes. Sind Sie denn von allem? Gott. Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Bitte keine Namen. Damit das klar ist, ich kenne Sie nicht, Sie kennen mich nicht und wir haben nie miteinander gesprochen. Ich verrate Ihnen nämlich jetzt mal ein Geheimnis. Oder wie unsere amerikanischen Freunde sagen würden, ich blow Ihnen jetzt ein Whistle. Es geht um unser Trinkwasser. Ich weiß zwar nicht, wer dahinter steckt und ich weiß auch nicht genau, wie Sie es machen, aber unser Trinkwasser ist verseucht, flächendeckend, mit Beruhigungsmitteln. Anders kann ich sie mir einfach nicht erklären, diese unglaubliche Lethargie und abgrundtiefe Gleichgültigkeit, mit der die Menschen hierzulande gerade völlig apathisch in den Seilen hängen. Beispiel Wahlkampf. Da maulen und murren alle über die gähnende Langeweile, die diesen Wahlkampf angeblich bestimmt, beklagen das Fehlen von klaren Standpunkten in den Programmen der Parteien und ihrer Kandidaten und gleichzeitig wollen über 60%, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt. Angela Merkel, die Schönwetterfee mit der Schlafpillenrhetorik einer ausgeleierten Gebetsmühle, die hohe Priesterin der Alternativlosigkeit, die ihre Standpunkte schneller wechselt als die Farbe ihrer Spendierhosenanzüge. Ausgerechnet diese politische Heißluftpumpe, die verantwortlich ist für das ganze Gemurkse der schwarz-gelben Koalition, wird zur Hoffnungsträgerin der Verdrossenen und Frustrierten. Hören Sie mal, da müssen noch Drogen im Spiel sein. Also irgendein. Er ist ja irgendein. Irgend so ein Teufelszeug, das die Menschen willenlos versinken lässt im Lull und Lall, das ihnen die Gehirne so lange weichspült, bis ihnen wirklich alles egal ist. Hunderte von Millionen Euro verbrannt für einen nutzlosen Haufen Drohnenschrott. Och, was soll's. Jahrzehntelange Ermittlungsschlampereien und himmelschreiende Versäumnisse beim Kampf gegen den Rechtsterrorismus. Ja, was soll ich dazu sagen? Gezielte Falschinformationen und unterschlagene Zahlen über die Zukunft der Euro-Rettungspakete? Kann ich nicht mehr hören. Niedriglöhne, Pflegenotstand, Altersarmut? Mensch, ist mir langweilig. Wie gesagt, ich glaube, das läuft alles übers Trinkwasser. Und über irgendwelche geheimen Dienste. Wissen Sie, da werden die Menschen systematisch überwacht. Und wenn irgendein negativer Stimmungsumschwung registriert wird, zack, wird die Dosis erhöht. Deshalb regt sich auch keiner auf über die täglichen Horrormeldungen über den Abhörskandal. Sagt der Arzt zum Patienten, ich muss Sie abhören. Sagt der Patient, brauchen Sie mein Passwort oder reicht die E-Mail-Adresse? Und hätten Sie vielleicht... Und hätten Sie vielleicht mal ein Glas Trinkwasser? Es ist doch so, wer nichts zu verbergen hat, der braucht auch keinen Datenschutz. Außerdem hört heutzutage doch ohnehin jeder jeden ab. Die Amerikaner hören die Deutschen ab, die Briten hören die Amerikaner ab, wie sie die Deutschen abhören. Und die Russen hören die Briten ab, wie sie die Amerikaner abhören, während die Deutschen abhören. Und dann sind da noch die Chinesen, die hören sowieso alles. Deshalb gibt es doch auch keinen Grund zur Panik. Wenn alle abhören, dann gibt es auch keine Geheimnisse mehr. Mensch, Leute, das kann euch doch nicht einfach so am gläsernen Hintern